Feuerwerk-Profis treten wieder gegeneinander an. Am 26. August steigen im Rostocker Igerpark die Pyro-Games. Pyrotechnik im Takt der Musik. Atemberaubende Shows am Rostocker Nachthimmel. Das Feuerwerk verbindet sich mit der Musik von Livebands. Am Ende entscheiden die Zuschauer, welches der vier Teams den Wettkampf für sich entschieden hat. Kino unter freiem Himmel, das ist immer etwas Besonderes. Der zauberhafte Garten der Schleswig-Holstein-Hauses Schwerin verwandelt sich vom 15. bis 19. August in einen Open-Air-Kinosaal. Zu sehen unter anderem Harold & Maud, Birnenkuchen mit Lavendel oder Chinese zum Mitnehmen. Das ganze Programm unter www.kino-unterm-himmel.de. Die Klassikertage Wismar gehen noch bis zum 12. August. Sichern Sie sich Ihre Karten für die Vorstellungen von Jedermann. In der atemberaubenden Kulisse der Wismarer St.-Georgen-Kirche erleben Sie die Inszenierung des Jedermann mit Sascha Glut in der Titelrolle. Die Fabel des Jedermann kann bis in das 7. Jahrhundert zurückverfolgt werden. Karten und Infos gibt es unter www.klassikertage-wismar.de. Der Strandvorplatz in Karlshagen wird auch in diesem Jahr wieder kunterbunt. Das Karlshagener Kreidefestival startet in seine zweite Runde. Mehr als 150 kleine und große Künstler haben schon im letzten Jahr ein einzigartiges Kunstwerk erschaffen. Mitmachen kann jeder, in Familie, mit Freunden oder allein. Auf der Sandrennbahn in Parchim geht es am 12. August rund. Das 5. Parchimer Speedway-Rennen lädt Motorsportfreunde zum Zuschauen ein. Vormittags gehen die Kinder auf die Piste. Am Nachmittag sehen sie unter anderem die großen 500-Kubik-Maschinen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Die Kulturtipps in Zusammenarbeit mit dem Kulturkalender. Unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern.